Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Linke fordert die Bundesregierung auf, ein sofortiges Exportverbot von Uran-Kernbrennstoffen aus den Anlagen in Gronau und Lingen zum Einsatz in den störanfälligen belgischen Atomkraftwerken Tihange und Doel anzuordnen. Anfragen der Linken hatten bereits im September vergangenen Jahres gezeigt, dass allein im letzten Jahr 2016 insgesamt 68 neue Brennelemente aus der Uranfabrik in Lingen an den maroden Risikoreaktor im belgischen Tihange geliefert worden sind. Die Haltung der Bundesregierung ist in unseren Augen komplett schizophren. Einerseits sagen Sie und fordern Sie, Frau Ministerin Hendricks, übrigens vollkommen zu Recht und übrigens auch auf Empfehlung der Reaktorsicherheitskommission, dass diese Anlagen dringend abgeschaltet gehören. Andererseits sorgen Sie dafür, dass weiterhin der Brennstoff für den Weiterbetrieb dieser maroden Atomkraftwerke aus Deutschland geliefert wird. Das passt doch hinten und vorne nicht zusammen, was die Regierung da macht. Durch die Lieferung von angereichertem Uran aus der Atomfabrik in Gronau und Brennelementen aus der Atomfabrik in Lingen werden etwa ein Drittel aller Atomkraftwerke weltweit mit ihrem notwendigen Brennstoff versorgt. Trotz der Forderungen der Anti-Atom-Bewegung weigert sich die Bundesregierung bisher, die Uranfabriken in Gronau und Lingen stillzulegen. Das muss politisch korrekt weiterentwickelt werden in die Richtung, dass diese Anlagen auch in den Atomausstieg mit aufgenommen werden. Das fordern wir Linke schon seit Jahren, und das muss endlich umgesetzt werden. Es ist ein Skandal, dass die Atomreaktoren in Doel und Tihange durch die Atomanlagen in Lingen und Gronau weiterhin atomaren Brennstoff erhalten. Damit wird der unverantwortliche Weiterbetrieb dieser Schrottanlagen durch die Exportgenehmigung des Bundesamtes für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle, das im Nuklearbereich dem Bundesumweltministerium und damit Ihnen, Frau Hendricks, untersteht, ermöglicht. Nicht nur rund um Aachen und in NRW sorgen sich die Menschen vor einer Atomkatastrophe aus dem maroden Block 2 des AKW Tihange und den anderen altersschwachen Reaktoren. Damit muss endlich Schluss gemacht werden. Die Bundesregierung muss die Ausfuhrerlaubnis für derartige Urananlieferungen untersagen. Und Sie haben Handlungsmöglichkeiten, Frau Ministerin. Exporte von Uranbrennstoff und dessen Nutzung in Atomkraftwerken wie im belgischen Tihange tragen direkt zur Sicherheitsgefährdung Deutschlands bei. Dieser Gefährdungsausschluss ist aber nach Atomgesetz zwingende Genehmigungsvoraussetzung. Darauf hatte vor einigen Monaten die Rechtsanwältin Ziem in einem Rechtsgutachten hingewiesen. Wir erleben allerdings an dieser Stelle ein unerträgliches Doppelspiel. Inzwischen fordern alle Landtagsfraktionen in NRW inklusive der CDU, hört, hört, und der SPD, sogar der FDP, einen Exportstopp für diese Lieferungen nach Tihange und Doel. Hier im Bundestag, wo entschieden wird, machen allerdings die Bundesregierung, die SPD-geführten Ministerien für Umwelt und Wirtschaft und das Bundeskanzleramt nicht mit. Und Sie, Frau Hendricks, streiten jegliche weitere Handlungsmöglichkeiten ab. Ich gebe Ihnen recht, es gibt unterschiedliche Rechtsauffassungen. Ich habe gerade eine Rechtsauffassung, die ich ausdrücklich teile, deutlich gemacht, dass das möglich ist, von Ihren Möglichkeiten dort Gebrauch zu machen und das zu untersagen. Auf der anderen Seite gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen. Aber was macht man denn in so einem Fall? Da muss das juristisch geprüft werden. Und ich fordere Sie auf, sämtliche rechtliche Schritte zu machen, damit tatsächlich diese Angelegenheiten geklärt werden. Das wäre doch dann konsequentes Handeln. Und sich nicht hinter einem Rechtsgutachten zu verstecken in dieser Angelegenheit. Ich denke, dass die Menschen in Nordrhein-Westfalen insbesondere, aber auch in Rheinland-Pfalz, einen Anspruch darauf haben, dass CDU, CSU und SPD vor den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen im Deutschen Bundestag Farbe bekennen. Dann kann endlich dieses unerträgliche Doppelspiel aufhören. Einerseits in NRW sagen, wir sind dagegen, auf der anderen Seite hier im Bundestag, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau Weisgerber, wir wissen es nicht oder wir sind dafür. Das muss aufhören. Da müssen Sie Farbe bekennen an dieser Stelle. Und dazu haben Sie nachher die Möglichkeit bei dem Antrag, den die Grünen gestellt haben. Wir fordern von der Bundesregierung, dass sie die rechtlichen Möglichkeiten ausschöpft,
mit allen juristischen Mitteln gegen den Weiterbetrieb dieser Atomkraftwerke vorgeht und jegliche Lieferung von Uranbrennstoff für diese Anlagen verhindert. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Bundesregierung hat nun die zuständige Bundesministerin Frau Hendricks das Wort.